Servus, grüezi und hallo zu einer weiteren Folge Schoki Banuki on the Road. Wir berichten live aus Schweden auf dem Weg nach Stockholm. Sagt mal Winke Winke. Winke Winke. Ihr sollt winke, sagen, winke. Er hat's gerafft. Sehr gut. Und mit dabei ist natürlich der Christian, der Sascha und der Marc. Christian, was hast du Schönes mitgebracht? Ich habe ein Thema mitgebracht, wo ihr rausfinden müsst, worum es da geht. Und zwar lautet die Frage, welche Besonderheit gilt in Siena? Das ist eine Stadt in Siena. Italien. Siena, Italien. Für Siena. Alle Frauen mit dem Namen Mexikaner. Maria. Maria? Ja. Die werden geheiligt, denen werden die Füße geküsst. Einmal im Jahr. Nein. Es ist auf jeden Fall was Katholisches. Ja. Das, weil Maria auch die Mutter Gottes ist, ist sehr naheliegend, ja. 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 Welche Besonderheit gibt es da bei dem Namen? Aber gilt nur in Siena. Ich weiß. Die muss einen Doppelnamen haben. Nein. Wenn man den Namen ausspricht, muss man irgendwas machen. Muss er entweder sich nicken oder hier so kreuzigen. Wie bei Zauberer. Da muss man sich kreuzigen. Also sagt man sich kreuzigen? Man muss sich kreuzigen. Zack, man muss kreuzigen. Darf ich auch noch mitmachen? Oder? Nein, du bist raus. Schöne Idee ist aber auch falsch. Du kannst jetzt weitermachen, Marc. Aber das mit dem Doppelnamen hast du gar nicht abgehört. Falsch, Marc. So. Die müssen was machen. Und zwar, wer Maria heißt, muss auch wie Maria so einen Schleier oder ein Kopftuch tragen. Bist du bescheuert? Die dürfen nur jungfräulich die Kinder bekommen. Ja, geht doch. Geht ja. Müssen ist aber die schon mal gut. Können ja künstlich befruchtet Die müssen werden. Etwas. Also, sie, also ist nee, beziehungsweise oder was? Ja. Müssen im Sinne von nicht dürfen. Aha, Maria. Sie dürfen nicht fluchen. Sie dürfen doch. Nicht. Sie dürfen nicht vor einem bestimmten Alter heiraten. Sie dürfen nicht vor der Ehe Sex haben. Sie dürfen nicht nach der Ehe Sex haben. Sie dürfen nicht während der Ehe Sex haben. Also diese kleine Zeit. Hat das was mit der Hochzeitszeremonie? Es hat was mit Sex zu tun. Hochzeitszeremonie? Ja. Hat es was mal damit zu tun? Nein. Aha, da haben wir das schon mal ausgeschlossen. Die Hälfte des Samens muss aufbewahrt werden und gespendet werden. An die Samenbank. An die Samenbank. Für die Armen. Ja. Und die Reichen. Samen für die Armen. Okay. Maria, eine Maria. Aus Siena. Aus Siena darf nichts mit dem Popo machen. Kein Analverkehr. Kein Kunilingus. Es ist, also ihr seid schon in der richtigen Richtung, ja, aber... Wir sind am Popo in der richtigen Richtung. Also die darf nur nicht zur Nachstellung. Nein, die darf sich die Mumu nicht rasieren. Was hat das denn alles so? Wo ist denn sie darf keine Freude dabei haben. Weil die ursprüngliche Maria, die ist ja auch plötzlich schwanger geworden. Ja. Die, auch, die ist die eigentlich muss ich, verarscht worden. Muss ich ein, da ist der Spaß Kreuz, komplett weg gewesen. Einrasieren lassen. Was muss sie ein Kreuz. Oh, ein Kreuz. Das ist fies. Das ist aber ganz fies. Sie darf nur Geschlechtsverkehr zum Zwecke der Zeugung haben. Nee. Sie darf nur kommen, wenn sie einen Psalm aufsagt. Welchen? Also alle Marias. Und wandert sich durchs finstere Tal. Alle Marias aus Siena dürfen nicht. Oh Gott sagen, wenn sie kommen. Da haben wir es. Ich bin auch dafür. Nein, ich löse mal auf. Ihr wart sehr nah dran. Mir ist lieber, wir stimmen ab, weil unsere Lösungen sind bestimmt lustiger als deine. Was ist es? Für Frauen mit dem Vornamen Maria gilt in der Stadt Siena das Berufsverbot für den Beruf der Prostituierten. Das aber heißt, nur in wenn Siena. Du, aber nur in Siena. Und wenn die in den Nachbarort fahren, dürfen sie wieder. Da darfst du... Und wenn die Künstlernamen haben, wie Mandy oder sowas? Oder Magdalena? Ja, Magdalena. Ich mich auch Maria Magdalena. Ja, was es darf in diesem Gewerbe nicht mit dem Namen der Heiligen Mutter verworben werden. Oh. Und warum nur in Siena? Was ist mit Softpornos, wo sie es gar nicht richtig reintun? Das steht jetzt hier nicht. Ja, wäre eine interessante Frage. Falls ihr das wisst, Leute, schreibt es hier unten in die Kommentare. Ist Prostitution auch Porno und umgekehrt? Also gibt's wie umgekehrt? Gibt es Pornos aus Siena, wo eine Maria mitspielt, aber es ist ja keine Prostitution? Auch falls ihr das wisst, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten war das eine neue Ausgabe von Schoki Banuki on the road, on the tour in Schweden. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Gute. Tschüss. Tschüssi.